Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute, Sie sehen es schon an meiner Kleidung, mit einer ganz besonders wunderbaren Ausgabe. Kleine Geschichte dazu, wir stellen ja alle unsere Shows sozusagen hier selber in Hamburg her. Wir produzieren hier solche Kostüme mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Sie sehen das hier, Glitter in allen Farben, wunderbar. Ab und zu müssen Kostüme leider aussortiert werden. Und ganz ehrlich, ich bin so alt, dass mir das leid tut. Ich komme aus einer Generation, wo man probiert hat, alles aufzuheben, wiederzuverwenden und so. Und es tut mir wirklich leid um jedes einzelne Kostümteil, was irgendwie dann mal verschenkt wird oder weggeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute mal, auch zur Ehre sozusagen unserer Kostümdesigner, unserer Menschen, die Kostüme nähen, ziehe ich das Sakko zur Moderation an. Und außerdem, und das ist das große Geheimnis, es passt wunderbar zu unserem dritten Beitrag. Bleiben Sie dran. Damit Ihr Urlaub so richtig perfekt wird, müssen bei uns hier bei AIDA und auch an Bord alle an einem Strang ziehen. Auf AIDA Better haben neulich Menschen an einem Seil gezogen, und zwar gegeneinander. Glauben Sie nicht? Gucken Sie mal. Kurz nach der Passage des Suezkanals verwandelt sich das Pooldeck auf AIDA Bella in ein Kolosseum. Es wird Schauplatz eines epischen Wettstreits. Dem Sieger winken Ruhm und Ehre, den Verlierer erwarten Schmach und Scham. Gladiatorengleich zieht es die Teams in den Ring. Zeit, die Kontrahenten vorzustellen. Begrüßen wir die Favoriten. Sie sind laut, sie sind dreckig und sie scheuen das Tageslicht. Die Maschine. Das Team der Herzen, interner Name die Schmusekätzchen. Denken Schnurrbärte wären cool, haben noch nie körperlich gearbeitet. Die Schnurrbärte. Und zuletzt das Außenseiter-Team. Ursprüngliche Mannschaftsstärke 3/5, pflegen das Motto dabei sein ist alles, konnten sich auf keinen Namen einigen und heißen daher jetzt die Hosenletze. Die Stimmung kocht, wie in einem Hexenkessel befeuert dieser Wettstreit die animalischsten Bedürfnisse. Willkommen zu Tug of War. Oder zu Deutsch Seilziehen. Ein Team nach dem anderen verlässt gebrochen die Arena. Ready, steady, go! Und es passiert, womit keiner gerechnet hat. Die Hosenletze als Außenseiter hinterlassen nur verbrannte Erde. Und so viel sei gesagt, sie verweisen nicht nur die Schnurrbärte auf die Zuschauertribüne. Nein, selbst die Maschine hat keine Chance. Und somit ziehen sie ins Finale ein. Hier stehen sie nun den Wild Hawks gegenüber, die wild entschlossen sind, keinen Zentimeter nachzugeben. Und es passiert das Unfassbare. Nach nur wenigen Sekunden haben wir einen Sieger. Was für ein Wettkampf. Hier bei uns in der Seilerstraße habe ich vor der Tür so einen Topf entdeckt, in dem Lavendel ist. Und gucken Sie mal hier, sogar Pfefferminz. Echtes, frisches Pfefferminz hat hier irgendjemand gepflanzt. Großartig. Ich bräuchte jemanden, der sich mit sowas richtig auskennt und der weiß, wie man aus Lavendel und aus Pfefferminz ein richtig tolles Gericht macht. Und wissen Sie was? Der Stefan Marquardt, der war neulich auf der Cara, hat eine Selection-Reise mitgemacht und ich bin mir ganz sicher, der Stefan kann's. Gucken Sie mal. Für mich ist es natürlich großartig, wieder auf Schiff zu sein, wieder zu fahren. Also es ist wirklich für mich eine ganz, ganz große Freude und vor allem mit dem Team an Bord gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Wir fangen an mit einer Pool-Aktion, wo wir Fisch für die Leute braten und natürlich ein bisschen Spaß mit den Leuten haben, ein bisschen Entertainment dabei rüberbringen. Dann machen wir einen Kochkurs,
Und Kochkurs nicht in dem Sinne, dass wir schöne kleine Gerichte kochen, sondern wie kann ich den Alltag lecker, leicht und schnell gestalten? Man kann ja immer dazulernen. Gerade beim Fleisch kann man viel falsch machen. Und wenn man teures Fleisch kauft und das dann versaut, das ist doch schade drum. Also man kann es nur besser machen. Das hoffe ich heute zu lernen. Was haben unsere Großmütter uns gepredigt? Kind, an jede salzige Speise eine Prise Zucker. Und umgekehrt an jede Süßspeise eine Prise Salz dazu. Wir machen jetzt unseren Aktivator. 5 Teile Salz, 1 Teil Zucker. Und damit würzen wir alles, was aus Wasser besteht. Dann macht ihr zum Beispiel auf Gemüse auf 1 Kilo 12 Gramm Aktivator. Schaut her, das 1, 2, 3 Sekunden einfach mal durchmischen. Das war's. Das bedeutet blanchieren, Leute. Ich habe an mein Fleisch Salz, Zucker, Pfeffer gegeben. Ich habe ihm die Wertschätzung gegeben, was es verdient, dass es durch und durch nach sich selber schmeckt. Und zwar bis ins kleinste Detail rein. Ja, lehrreich vor alle Dinge, ja. Leicht warm innen und außen kalt muss der Lachs sein. Leicht warm innen und außen kalt muss der Lachs sein. Okay, wir hören jetzt auf damit. Wir tun jetzt genau das, was wir können, nämlich kochen. Jo, wir kochen jetzt. Aber alle ganz toll lecker. Und er auch sehr sympathisch. Das Schöne an unserem Beruf allgemein ist ja, dass wir Menschen eine Freude machen können. Wir können uns wirklich nach Herzenslust austoben und wirklich tolle Lebensmittel so verwandeln, dass wir wirklich kleine Kunstwerke draus bauen, sage ich jetzt einfach mal, und Gäste damit glücklich machen kann. Und das ist einfach herrlich, wenn man wirklich das Leuchten in den Augen sieht bei den Gästen. Und wenn man dann rausgeht und macht so einen Smalltalk mit den Gästen, das macht da wirklich richtig Spaß. Und jetzt kommen wir endlich zu der Geschichte mit dem Sakko. Ich habe ja 13 Jahre in Köln gewohnt. Meine Frau ist Kölnerin. Ich kenne mich mit Verkleiden aus, mit Karneval und mit der Höhner. Und die sind bei uns an Bord. Da freue ich mich riesig drauf. Und ich denke, mit dem Sakko kann ich auftreten. Oder, Henning? Im September 2017 wird es richtig Kölsch auf der AIDA. Zweimal sind die Höhner dabei. Und das finden wir prima. Schließlich heißt es ja auch AIDA Prima Live. Da sind wir dabei, da ist prima. AIDA Gloria, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben auch immer Lust. Da sind wir dabei. Und ich bin mir sicher, da kommen auch Sie so richtig in Urlaubsstimmung. Gehen Sie doch mal in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Da finden Sie alle unsere Angebote. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in der Lagunenstadt Venedig und fahren als erstes zur griechischen Insel Korfu. Danach bringt uns die Route nach Bari. Weiter geht es nach Kroatien. Wir machen Halt in Dubrovnik und Zadar und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. Und jetzt zum Schluss, wie immer, die Bilder der Woche. Heute mit ganz viel Liebe, Liebe, Liebe. Bei Liebe ist es schließlich, was die Welt zusammenhält und was wirklich zählt im Leben. Bitteschön.